viele stellen sich Handwerk noch so vor wie Anfang des 20. Jahrhunderts und wissen nicht, wie hochspannend, hochinnovativ die Handwerksbetriebe sind. Also wir versuchen als Unternehmen den jungen Menschen zu zeigen, dass unser Beruf interessant ist, abwechslungsreich, wirklich Spaß macht und nichts Monotones ist. Ich versuche Lösungen zu finden für komplexe Arbeitsschritte, die bei uns im Handwerk stattfinden, immer ein bisschen abseits von den herkömmlichen Dingen. Zudem wird es natürlich attraktiver, auf der Baustelle wieder zu arbeiten, wenn ich mit digitalen Tools arbeiten kann und daraus Wissen schöpfe. Es war gut, wenn man noch mit dem Hubel umgehen kann. Aber in der alltäglichen Arbeit ist es einfach wichtig, dass man Zeichnungen lesen kann, CNC-Maschinen bedienen kann. Das ist heutzutage hier gar nicht mehr wegzudenken. Weil wir haben jetzt Materialien dazu bekommen, die nur digital hergestellt werden können. Zu Beginn konnte man nur mit gezielten Mitarbeitern, die auch motiviert waren, die mutig waren, daran zu gehen und den Weg gemeinsam zu gehen. Mittlerweile ist diese Hemmschwelle etwas gesunken, weil die Digitalisierung umgibt uns in unserem täglichen Leben. Wir haben mit unserer Prozessdigitalisierung die Möglichkeit geschaffen, Fehlerquellen zu erkennen und für uns zu vermeiden. Auf der Baustelle werden die Daten erfasst vom Vorarbeiter, vom Mitarbeiter und die dienen dann zur Auswertung und Analyse aller möglichen Unternehmensergebnisse. Ich sehe das Handwerk immer noch als Handwerk, nur mit der Möglichkeit, moderne Techniken zu nutzen und die zu implementieren. Der 3D-Druck ermöglicht uns viel mehr Flexibilität und wir können viel, viel schneller sein, als es bisher üblich war bei einer Leistenproduktion. Die Digitalisierung wird uns die Handarbeit nicht abnehmen. Aber wo man da eine Drohne mal im Internet gesehen hat, dass die ein gutes Video macht, dann war das noch klar, dass wir das für uns brauchen. Je weniger ich bei dem Kunden auf dem Dach rumlaufen muss und vielleicht noch Schaden mache, umso schneller kann ich einen Auftrag abarbeiten. Also es ist nicht nur wirtschaftlich eine Arbeitserleichterung, es ist ja eine Kombination aus beiden. Wenn wir Auszubildende hier haben, die vorher ein Praktikum machen, die schauen in jede Branche mal rein und sobald sie hinten am Scanner sitzen und sehen, ah, da kann man ja was konstruieren, da sind sie sofort begeistert. Und wenn vor 30, 40 Jahren ein Gerät in der Zahntechnik angeschafft wurde, dann hat das meistens auch so 20, 30 Jahre gehalten. Die Zeiten sind längst vorbei. Ich denke, der Beruf wird spannender, wird interessanter, bleibt aber anspruchsvoll. Im Gegenteil, der Anspruch wird steigen. Auf jeden Fall ist der Umgang mit den modernen Maschinen attraktiv für die Jugend, weil die ja an sich schon die Kenntnisse mitbringen. Ja, das Handwerk ist eigentlich das Schöne. Ich stelle mit meinen Händen was her. Ich habe ein fertiges Produkt, darauf kann ich stolz sein. Dieser Mix aus klassischem Handwerk und Handwerk 4.0, Digitalisierung, dieser Mix macht es so spannend und so interessant, ins Handwerk zu gehen. Deshalb rufe ich den Jugendlichen zu, interessiert euch für das Handwerk. Es hat wirklich Zukunft, es macht Spaß und bietet viele, viele Karrieremöglichkeiten. Alle Werkzeuge, alle Methoden stehen uns zur Verfügung. Wir müssen es nur anpacken.